Hallo und herzlich willkommen auf Lyrell.de. Schauen uns nun eine weitere Aufgabe an, wie Sie im baden-württembergischen Abitur zum grafischen Auf- und Ableiten, zum allgemeinen Funktionsverständnis gehören könnte. Wir haben wieder vier Funktionen hier, diese vier Funktionen, und wir müssen jetzt nun zuordnen, welche gehört zu der Funktion f von x gleich a durch 1 plus x² minus 1, welche gehört zu deren Ableitung, also zur Ableitung dieser Funktion, und welche gehört zum Integral dieser Funktion von den Grenzen 2 bis x. Nun, das Erste, was wir natürlich anschauen sollten, ist, was ist f von x von diesen vier Möglichkeiten? Nun sehe ich hier eine gebrochen rationale Funktion. Das heißt, wir haben eine mögliche Polstelle, beziehungsweise wir haben eine mögliche waagrechte Asymptote. Die Polstelle kommt nicht zustande, weil wenn ich hier unten das gleich 0 setzen würde, 1 plus x² gleich 0, würde es auflösen, x² gleich minus 1, es gibt aber Wurzel aus minus 1, haben wir nicht, das heißt, wir finden keine Polstelle. Aber wenn wir x gegen unendlich laufen lassen, da steht hier a durch 1 plus eine sehr große Zahl ins Quadrat, wird noch größer, 1 durch, oder a durch eine sehr große Zahl, das wird 0. Ja, und das heißt, es bleibt minus 1 übrig. Das heißt, für sehr große x wird sich die Funktion minus 1 annähern. Ja, und dann schauen wir uns an, ja, minus 1 als waagrechte Asymptote, das kommt nur hier vor. Ja, hier sehen wir, das haben Sie eingezeichnet. Das heißt, das hier wird unsere Funktion f von x sein. Jetzt wollen wir das a noch bestimmen, weil das können wir so nicht stehen lassen. Und dafür können wir den Punkt nehmen, den wir haben, nämlich den hier oben, p, das wäre x wert 0, y wert 2. Das heißt, ich könnte f von 0 gleich 2 setzen. Setzen wir also 0 hier ein, a geteilt durch 1 plus 0 ins Quadrat, minus 1, und das soll 2 ergeben. Nun, a durch 1 ist a, a minus 1 gleich 2, setze ich plus 1 und dann bekomme ich a gleich 3 als Lösung. Das heißt, wir wissen, f von x entspricht 3 geteilt durch 1 plus x² minus 1. So, und jetzt wollen wir als nächstes herausfinden, welche dieser vier Funktionen die Ableitungsfunktion darstellen. Also die Ableitung dieser Funktion. Nun wissen wir, die Ableitung ist die Steigung der Funktion. Wir wissen, die Funktion, die steigt bis zum Punkt 0, ist sie monoton steigend. Und ab dem Punkt 0 ist sie monoton fallend. Das heißt, die Ableitungsfunktion muss größer 0 sein auf der linken Seite und kleiner 0 auf der rechten Seite. Schauen wir, was wir da haben. Na, hier auf der rechten Seite haben wir auch Werte kleiner 0, das kann also nicht sein. Hier haben wir größer 0, Strich größer 0 auf der linken Seite, Strich kleiner 0 auf der rechten Seite. Das wäre ein Kandidat. Und was haben wir hier? Hier haben wir Strich größer 0 auf der rechten Seite, das kann nicht sein. Also hier unten eine Nullstelle, das kann sowieso nicht sein. Das heißt, diese Funktion ist unsere Ableitung f'. Eben weil wir wissen, streng monoton steigend auf der linken Seite, also kleiner 0, und streng monoton fallend für x größer 0. Nun, das Schwierigste ist das Integral. Nämlich das Integral von 2 bis x von f und t dt. Das heißt, wir bilden die Standfunktion dieser Funktion hier von 2 bis x. Das heißt, würden wir hier für x 2 einsetzen, wird das Integral von 2 bis 2. Nun, Integral im Intervall von 2 bis 2, das ist so zusammengedrückt, da ist gar keine Fläche da. Ja, das heißt, es hätte die Fläche 0. Das heißt, wir wissen, dass diese Integralfunktion an der Stelle 2, wenn ich hier 2 einsetze, eine Nullstelle hat. Jetzt schaue ich also, welche dieser Funktionen, dann bleiben nun die beiden übrig, hat bei 2 eine Nullstelle, hier ist bei 2 keine Nullstelle, und hier ist bei 2 eine Nullstelle. Also wissen wir auf jeden Fall, das ist unsere Funktion i von x. Und auch wenn wir weiterschauen, wenn wir zum Beispiel hier weiter das Integral dieser Funktion ab der Stelle 2, hier wäre ja die Stelle 2 unserer Funktion, dann wird hier die Fläche wählen zwischen von 2 bis 3. Das wäre diese Fläche, das wenn ich für x gleich 3 einsetze. Dann sehe ich hier, okay, das ist eine Fläche im negativen Bereich, das heißt, es hätte einen negativen Wert. Und tatsächlich hat diese Funktion da auch einen negativen Wert. Also können wir uns sicher sein, diese Funktion ist unser gesuchtes i von x. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrell.de vorbei. Dankeschön.